Und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Valhalla. Ja, die letzte Folge ist ja ein bisschen seltsam gestartet. Zum einen haben wir den Speer nicht gefunden, der da sein sollte. Und ja, so schlimm war es aber nicht, mein Schätzchen. Weil am Ende haben wir ihn dann ja doch noch, getroffen. Ich glaube, ich sollte mich mal was bewegen, sonst ist der hier die ganze Zeit nur am Heulen. Ja, und jetzt müssen wir uns mit Stove treffen. Den wir theoretischerweise irgendwo hier finden sollten. Hi, Stove. Ist das nicht schön? Was denn? Erke, Stove. Bereit zum Angriff? Ich habe Vorbehalte. Das Spatzenherz hat Vorbehalte. Obwohl Mercia und Westsexe auf dem Krieg liegen, sind sie Christen. Wenn ich mit ihnen rede, könnten wir ein Blutvergießen vermeiden. Ja, die würden den Vorteil der Überraschung verlieren. Ja, das ist das Problem. Ich werde allein gehen, ist vielleicht dann besser. Keine Ahnung. Wir haben halt den Vorteil der Überraschung. Ich meine, ich kann ihn nachvollziehen. Ich kann es nachvollziehen, dass er gerne reden möchte. Ich möchte ihm auch gerne entgegenkommen. Aber jetzt rein kriegstechnisch gesehen, wäre es dumm, diesen Vorteil zu verlieren, wenn ich jetzt ehrlich bin. Es geht um mehr als diese Leben, Stowe. Du würdest sie vor unserem Vorhaben warnen. Ich verstehe. Ich habe meine Hilfe versprochen und ich halte mein Wort. Es wurde genug geredet. Lasst uns handeln. Vorwärts! Stürmt das Sachsenlager! Welches? Welches? Eins, was nicht... Den Vorposten da hinten? Hier darf mich niemand sehen. Anscheinend nicht. Sollen wir die jetzt tatsächlich oder sollen wir jetzt woanders? Ich bin gerade etwas verwirrt, weil das nicht angezeigt wird. Normalerweise wird doch immer ein Ziel angezeigt. Aber das muss doch da unten sein. Weil sie sagt jetzt so, hier darf uns niemand sehen. Hallo? Ich meine, ne? Moment, wo sind wir denn hier? Quests. Stürme das Sachsenlager. Ja, bringt mich jetzt auch sehr weit. Auf jeden Fall ist da Gold drin. Wir können ja mal hier stürmen. Ich weiß es nicht. Das sind gar keine Leute da vorne, oder? Nee, das... das sind nur... Okay. Proviant ist voll. Na komm. Wer kommt denn jetzt von euch? Na? Na? So ist gut. Na doch! Was ist denn das für ein Attentat, bitte? Willst du mich verarschen? Nein, lauf zurück! Schlag! Wildmann! Wildku! Geh hoch! Warum soll ich stehen bleiben? Sterben will ich auch nicht. So, weg mit dir. Huh! Was war das für eine Aktion hier, hallo? Was ist denn jetzt? Ja, ihr schafft gar nichts. So, ich hoffe, dass wir jetzt überhaupt das Richtige hier plündern. Ach, du warst ein Gegner. Ich dachte, du wärst einer von uns. Huch. Ich hab mich verguckt. Kann ich jetzt hier... Oh. Oh, okay. Hallo. Darf ich mich mal bewegen, bitte? Danke. Ah!
Ja, bloß nicht bewegen. Ich weiß auch nicht, warum die nicht ausweichen immer dann, wenn ich auf Ausweichen drücke. Hallo. Wo war das denn gerade? Nur nicht den Kopf verlieren. Ach so, das sind die... Oh. Hallo, ich wollte hier so... Willst du mich veräppeln? Ich wollte hier ein paar Pilze essen. Und du kommst hier an? Was für einer? So geht das aber nicht, mein Freund. Ist hier noch einer? Was mit dir? Lauf nur nach Hause. Ja, in dem Moment, wo sie ausweichen soll, passiert wieder nichts. Das war so klar. Genau, nur ein Fehler und du bist tot. So. Nicht so schwer, oder Stowe? Jeder Tote ist ein Toter zu viel. Jetzt muss ich noch Folgers Vorräte vernichten. Genau. Aber da war noch Gold. Moment. Irgendwo. So viele Tote. Erke. Haben wir das Richtige getan? Zu Hause können wir dem Gesetz folgen. Hier draußen haben wir nur unser Schwert. Seh nichts, hallo. Ach, das war zum Bewegen und ich drück da die ganze Zeit. Wie komme ich denn da jetzt so? Kann man das irgendwie. Ach, da. Ja, jetzt seh ich's. Können wir dem Gesetz fallen. Hier draußen haben wir nur unser Schwert. Genau. Komme ich hier immer noch nicht ran? Ach so. Ah, ja. Ja. Ich hab's verstanden. Ich hab's verstanden. Kriege ich das so davor? Ja. Perfekt. Sag mir bitte, dass da das Gold ist, weil es ist sehr mühsam gewesen, jetzt hier hochzukommen. Hier erstmal alles plündern. Ja, perfekt. Kupfernickelbarren. Sehr schön. Kein Gold, aber Kupfernickelbarren. Kann ich hier so runter? Oh, spring noch ein... Dann spring einfach so runter. Ey, das ist mir... Ist mir doch gleich. Ja, ist gut. Ach, mein Gott. Okay. Kann ich hier noch irgendwas plündern? Nee, ne? Hier vielleicht noch irgendwas drin? Kurz gucken. Ich meine, man kann die Sachen anscheinend nicht kaputt machen. Oder er hat nicht richtig getroffen. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich will jetzt hier allerdings auch nicht so riesenlang gucken. Ich will nur gucken, ob hier noch irgendetwas am Leuchten ist, aber anscheinend nicht. Die kann ich schon mal wieder auffüllen. Sehr schön. Wie gesagt, man kann die auch irgendwie machen, aber ich habe absolut keine Ahnung mehr, wie das ging. Reittier rufen, Tarn, Fackel, meditieren, Angelschnur. Nee, also damit ging es nicht. Wäre ganz gut, wenn ihr mir das... nochmal sagen könntet, wie man jetzt eigentlich nochmal Pfeile herstellen könnte, weil ich hab's so lange nicht mehr gespielt, also bis auf die letzte Folge, dass ich echt absolut keine Ahnung mehr habe, wie das ging. Hä? Moment, haben wir kein Ziel mehr? Sprich mit Uba, setze die Kornspeicher in Brand. Sprich mit Soma, vernichte Fulkes Vorräte. Achso, ich muss mir eins aussuchen. Sprich mit Basim, verheere die Festung. Ja, ich würde sagen, wir fangen einfach mal oben an, ne? Das ist wahrscheinlich das Einfachste. Es sei denn... Ach, das ist direkt hier in der Ecke. Okay. Da können wir auch eben hinlaufen, oder? Und laufen ist vielleicht ein bisschen... Holen wir uns doch mal lieber unser Reittier. Sprich mit Uba. Uba, wo bist du? Uba, komm schon, Junge. Uba. Die haben aber auch Namen. Okay. Der dürfte dann auf der anderen Seite sein. Hier ist überall Wasser.
Sollen sie Asche fressen, genau. Da ist Uba. Wenn ich entdeckt werde, in Goldefort gibt es nur Bauern und Kornsilos. Uba wird in der Nähe sein. Er ist doch schon hier. Hallo. Alles bereit? Für eine Stadt der Bauern und Hirten gibt es hier ziemlich viele Schwerter. Einer von ihnen sieht aus wie ein Tarn, hat ein paar üble Kerle dabei. Er ist ins Langhaus gegangen. Wenn wir aufpassen, wird der Tarn es vielleicht nicht bemerken, wenn wir die Silos anzünden. Soll das ein Scherz sein? Sollen die kommen? Ich habe ewig keinen fähigen Sachsenkrieger mehr getroffen. Okay, aber ich würde gerne erstmal meine Variante probieren. gut. Moment, erstmal. Und... Ah, wenn das nicht angezeigt wird, das ist so scheiße. Okay, also wir müssen hier rein, wenn ich das jetzt richtig sehe. Oder ist da nur Gold drunter oder sowas? Ich bin mir jetzt hier gerade nicht so sicher. Okay, da hinten sind auf jeden Fall Leute. Nee, aber davon haben die gesprochen, oder? Von dem Typen? Nee, das... Ach, das ist eine Ausrüstung gewesen. Ja, ich weiß schon gar nicht mehr, was was ist. Es tut mir so leid. Im Langhaus. Wo ist denn das Langhaus? Da hinten, ne? Das ist doch immer dieses große, rundliche... Ja, rundliche... Ovale Gebäude oder wie auch immer ich das sagen soll. Ah, warum wird das jetzt hier angezeigt? Oh, ja. La la la, ihr seht mich nicht. Ach so, stimmt, das müssen wir anzünden, ne? Oder wie war das? Verbrannte Silos. Verbrannte ist gut. Wie kann ich nochmal einen Feuerfall machen? Schitte. La la la. Mich hat keiner gesehen, aber ich habe auf jeden Fall schon mal den Feuerfall drin. Da kann man sich aber auch nirgendwo mal verstecken, oder? Scheiße. Bringt das denn was, wenn ich das dahin mache? War das nicht mein Feuerpfeil? Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Da brennt aber nichts an, obwohl das eigentlich da reingehen sollte. Können wir denn irgendwas werfen? Das ist mich hier die ganze Zeit so am... Anscheinen. Ich würde gerne wissen, ob wir da reinkommen, ne? Ich würde aber auch gerne irgendwas haben, wodurch wir... wodurch wir das anbrennen können, hier das eine. Da kommen wir nicht rein, ne? Da hinten ist was offen. Da könnten wir theoretisch was runterschießen, wo ich aber nicht rankomme. Moment, da müssen wir vielleicht... was machst du? Ava? Nein. Böse Ava. Du sollst einfach nur nach oben gehen. So. Was war das? Hallo? Ach, da war eine Schlange drin. Hab ich mich jetzt erschrocken. Ich denke, wer greift mich denn jetzt hier oben an? Ist da noch was, wo ich runterspringen kann? Okay, da ist noch was. Gut.
So. Warum ist er jetzt eigentlich schon mitgekommen? Hier kann man nichts sammeln. Mal eben. Ich würde gerne wissen, ob jemand drin ist. Aber das sah jetzt nicht danach aus. So. Nee, das ist draußen. Ich sehe überhaupt nichts. Leute, es wäre schön, wenn ich was sehen würde. Hallo? Ich habe auch keine Fackel oder sowas. Also ich kann das Ding bewegen, stand da. Ich habe es nach vorne gezogen, nach hinten geschoben. Nach links, rechts. Aber es tut sich nichts. Ziehen geht nicht. Schieben geht nicht. Es wäre halt schön, wenn ich was sehen würde. Ich meine, ganz ehrlich, was soll das? Fackel. Ach, ich hätte eine Fackel werfen können. Ich bin so blöd. Oh. Kann ich das bewegen mit der Fackel in der Hand? Aber ich kann nichts machen, ne? Wieso kann man das nicht bewegen? Ach so. Oh, oh, geh weg. Ja, ich war gerade noch am Überlegen. Ich war gerade noch am Überlegen, ob ich nicht eventuell das Ding durchschießen soll. Da habe ich mir dann die Arbeit erspart. Okay, kein Thema. So, wo sind wir jetzt? Da können wir durch. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Ich bin mir nicht sicher. Da können wir anscheinend nicht durch. Okay. Toll. Jetzt stehe ich hier unten, komme nirgendwo durch. Kann ich auch nicht öffnen oder so. Kann ich da irgendwo durchschießen? Ich sehe jetzt hier nichts. Echt jetzt? Ach, das sind meine Pfeile. Ach, ich dachte, ich hätte mich jetzt aus Versehen verbrannt. Okay, wieso habe ich jetzt immer noch die Pfeile eigentlich? So. Ach so. Ja, toll. Ist das euer Ernst? Na toll. Okay. Machen wir es so. In der Hoffnung, dass hier keiner drin ist. Ja, anscheinend nicht. Da ist das Ding zum Wegschieben, aber das war nicht das von oben. So. Ich zieh mal einfach. Ich sehe nichts, aber ich zieh mal einfach. Hallo? Fackel? Da ist eine Tür. Da können wir gleich noch hin. Das ist wahrscheinlich, damit wir rauskommen, nehme ich mal an. Oh, was haben wir denn hier? Ein bisschen Silber. Ah, nee, ist doch... Sag mal, wieso lässt der mal die Fackel fallen? So, da ist es. Yeah. Sehr schön. Okay, dann können wir hier auch wieder raus. Die Frage ist, gibt es eine Abkürzung oder muss ich jetzt hier tatsächlich wieder komplett... Wahrscheinlich gibt es keine Abkürzung, ne? Ich habe nur keine Ahnung, ob ich jetzt da hochkomme. Da kommt sie anscheinend nicht hoch. Muss ich jetzt doch einen anderen Weg nehmen? Das kann ich bewegen, das ist klar. Hier kommen wir nicht raus. Da kämen wir theoretisch hoch. Die Frage ist, bringt uns das was?
Da kommen wir an die Wand. Ach so, die Leiter ist... Ah, okay, ich verstehe. Ja. Achso, ich kann nicht weiter. Achso, halt, stopp. Konntest du direkt nach rechts? Ja, sehr schön. Stehen wir jetzt da drunter? Nee. Wir standen eigentlich gerade da drunter. Toll. Dann nochmal ein Stück zurück. Okay. Und dann... Wupp. Wir sind auf der falschen Seite. Aber es ist nicht schlimm, da kommen wir weiter. Okay. Ach, das ist dann sehr schön. Nein, jetzt habe ich die... Ja, ist okay. Ist okay. Komme ich da schon durch? Wäre ganz schön, wenn du die Fackel aufheben würdest. Dann halt nicht. Ist mir doch alles egal. Dann gehen wir halt so ohne Fackel da hoch. So, sind wieder auf der falschen Seite. Auch alles kein Problem. Denn wir können jetzt wieder raus. Okay. So, das Langhaus. Nee, das Langhaus nicht, das Silo. Und meine neu erworbene, mein neu erworbenes Wissen, dass wir... Ach, das ist er. Okay. Mein neu erworbenes Wissen, dass wir ja theoretischerweise eine Fackel draufwerfen könnten. Oh, Entschuldigung. Auf die wollte ich jetzt nicht draufspringen. Vor allen Dingen, wie die das so meinte. So, jetzt ist natürlich die Frage, da sind wir sehr nah dran, ne? Die Frage ist auch, wenn ich das Ding jetzt in die Hand nehme, fackel ich mich vermutlich selber ab. Das kommt auch noch hinzu. Okay. So, Moment. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Ich probiere es mal. Das funktioniert schon mal nicht. Vielleicht hätte ich es höher werfen sollen. Ich war es nicht. Ist er die Hefotbahn? La 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 la. Schau mir ins Gesicht. So. Jetzt ist die Frage. Jetzt gucken die wahrscheinlich überall. Oh, was machst du denn jetzt wieder da hinten? Trottel. Die Frage ist jetzt auch, wir müssen mehrere Silos verbrennen hier, ne? Das ist nicht das Einzige, nehme ich mal an. Hier in der Ecke scheinen jetzt keine rumzulaufen. Wir sind jetzt da hinten alle in Aufbruchstimmung. Okay. So. Wenn wir jetzt noch ein Silo sehen würden, wäre das natürlich sehr interessant. Aber wir müssen auch zum Langhaus. Das ist doch jetzt kein Silo hier, ne? Das ist jetzt nur... Weil das so schön aufgestapelt ist, habe ich mir jetzt gedacht. Wo haben die da viele Leute drin, glaube ich? Ist das überhaupt das Langhaus? Das ist jetzt auch noch die Frage. Könnt ihr blöden Viecher mal irgendwo zur Seite gehen? So. Frage ist, erstens, ist das das Langhaus? Ich gehe mal davon aus. Zweitens, wie kriege ich die jetzt am besten nach hier? Ich möchte die jetzt nicht alle hier haben, wenn ich jetzt ehrlich bin. Das ist so dämlich, dass die noch nicht mal rüberkommen. Wer hat mich denn jetzt gesehen? Wir machen es mal anders. Moment. Oh.
Komm, versteck dich auch hier drin. Komm. Yeah. So. Was geht da vor sich? Nichts. Versteckst du dich im Gestrüpp? Nein. Ich liebe diese Art von Aktion. Die Attentate sind immer meine liebsten. Weg da. Weg da. So. Da hinten bewegt sich gerade keiner. Oh doch, da kommen gerade welche. Weg da. Lalalala. Wo kam denn... Wieso kommt er jetzt nicht hier rüber? Trottel. Okay, hinten rechts sind sehr viele draußen. Ich weiß halt nicht, wo jetzt der Eingang ist. Das ist das Problem. Aber ich denke, wir müssen wahrscheinlich da hinten rum. Da sind welche drin. Schätze mal, hier drinnen werden wir wohl... In ganz Sud-Sexe wimmelt es von Dänen. Wir sollten die Fürde mit mehr Soldaten bemannen. Der König zieht schon jeden fähigen Mann ein. Aber es ist eine recht magere Ernte. Das sind auch keine Soldaten. Diese Wunden folgen einem Muster. Kein wilder Raubüberfall. Das war ein sächsischer Krieger. Keine Ausreden. Ich will mehr Männer. Die ahnen ja nicht, wie nah wir ihnen schon sind. Bauern und Händler. Das Land erobern wir im Handumdrehen. Okay, aber wo finden wir jetzt noch Silos? Silos. Da hinten ist was. Kommt der jetzt hier rum? Den würde ich nämlich nicht unbedingt gerne... Ach, der geht natürlich genau dahin, wo ich hin muss. Das war so klar. Wobei ich den gerne als Attentat hätte, ehrlich gesagt. Kann ich da hin? Komm. Hey, was? Okay, das hat wohl nicht so funktioniert, wie sollte. Wir wurden entdeckt. Odin sei Dank. Ich hab das Umherschleichen satt. Wo ist der wichtige Kerl? Was beeilt dich? Flatterman? Junge, setz dich hin! Bist du für ein Idiot? Oh. Echt jetzt? Boah, es ist nicht euer Ernst jetzt. Nicht, dass du so entkommst. Wow, wow, Blöger, was ist das denn für eine Aktion? Weil ich wieso... Wieso geht der... Wollt ihr mich jetzt verarschen? Ich hab nicht gespeichert, Leute. Nein. Nein. Dänen. Die Dänen sind da. Ruf den Tarn. Wir wurden entdeckt. Odin sei Dank. Nein, wurden wir nicht. Ich hab das Umherschleichen satt. Wo ist der wichtige Kerl? Komm. Boah, was? Was verstehst du am Attentat nicht? Was, Mädel? Ganz ehrlich. Nee, mit dem lege ich mich jetzt nicht an. Das ist mir jetzt zu doof. Ja.
Komm, wo ist der Schütze? Ach, wir metzeln jetzt hier einfach alles nieder. Nein, dieses dumme Arschloch will ich nicht. Nein, den Dicken kannst du erledigen. Ich mach die anderen. Das sind zwei. Strengt euch an. Ich lösch dich aus. Ja, ist schon klar. Was ist er denn da? Genau, den machst du. Los. Krieg ihn. Das hast du super gemacht. Ich mach das schon. Das hast du schlecht gemacht. Das hab ich super gemacht. Folgt mir nach. Wohin? Nach Valhalla? So, da unten sind noch welche. Lass uns die auch noch eben platt machen. Komm. Guckuck. Willst du dich ein Schicksal? Wartet schon. Ist der schon tot? Der ist schon tot. Achso. Okay, so. Jetzt möchte ich bitte nicht nochmal sterben. Was war das denn gerade? Achso. Wir stürmen die Burg! Okay, es ist keine Burg, aber... Hui. So, wo haben wir noch Silos? Kommt, Leute. Oh, was sind da drin? Das sieht so interessant aus. Vorräte auch. Sehr schön. Okay. Ach, geh mir nicht auf den Sack. Mann! Ja, da war ich jetzt nicht drauf eingerichtet, ehrlich gesagt. Aber okay, da hinten ist noch was grün. Was ist das? Das würde ich auch gerne wissen. Ja, jetzt geh schon. Mann! Och, ey. Da kommen hier die Pferde aus Tor. Gesundheit. So, hier ist ein Silo. Ich hoffe, dass ich mich jetzt hier nicht... Machen wir den erstmal, weil der wird jetzt gleich auf uns zusprinten. Der guckt schon so. Komm. Und weg war ich wieder. Okay, ich hoffe inständig. Was war das denn gerade? Hallo? Was machst du denn? Boah, dann kümmere dich doch um den. Ist mir doch egal. So. Mein Silo weg. Zack. Ist das auch eins da oben? Ja, ne? Bist du jetzt mit dem am Spielen oder warum stehst du jetzt da hinten so und lässt dich gerade erschießen? Muss ich das jetzt verstehen? Hier sind allerdings ziemlich viele direkt in der Umgebung. Das ist nicht gut. Dein Ernst jetzt! Ich konnte das nicht anzünden, weil da so saudumme Schafe davor stehen. Guter Gott, was soll die Aufregung? Echt jetzt? Der ist am Brennen. Das ist cool. Dass er am Brennen ist, ist cool, aber was soll das? Krauchst du im Grünzeug rum, du Hund? Kannst du auch Deutsch reden, du Katze?
Hoho! Bin ich der Weihnachtsmann, Junge? So. Wen haben wir denn noch hier? Da hinten stehen noch ein paar Leute. Die große Frage ist jetzt, wie kriege ich das Ding in Brand gesetzt? Oder reicht das, wenn ich hier... Moment, ich gehe mal ein Stück weit weg. Ah ja, das reicht offenbar. Wir waren es nicht. Ich weiß gar nicht, was ihr habt. Hinten ist ein grüner Pfeil. Ich habe keine Ahnung. Ach so, das halt. Ach doch, das ist ein Silo. Ja, ja, doch. Ich sehe schon. Wobei ich nicht sicher bin, ob der grüne Pfeil jetzt mit dem Silo selber zu tun hat. Aber wir müssen so oder so dahin. So, komm mal her. Das Gestrüpp wird dich nicht retten. Wird dich auch nicht. Komm rüber. Komm. Was geht da vor? Hat der Hund mich jetzt hier gerade angebellt? Ernsthaft? Moment, da ist jetzt auch ein grüner Fall. Dann ist da hinten wahrscheinlich auch noch ein Silo, oder? Ach, die können mich doch mal hier. Kommt ihr wenigstens... Leute, kommt ja auch gern ein bisschen entgegen. Ach ja, wie dumm ist die eigentlich? Die weicht nicht aus, die kann keinen Attentat machen. Och, ernsthaft. Erbärmlich. Genau, erbärmlich. Finde ich aber ausnahmsweise auch. Reite dich auf. Find mich, na, 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 na. Du schaffst das. Achso, ich dachte, das wäre einer von denen, okay. Gut, dann gehen wir da mal eben rüber, wenn sie denn darüber kommen würde, die alte Frau. So. Moment, da ist aber noch ein Toter. Mal schauen, was hier ist. Von oben zugeschlagen. Ich habe Sachsen gesehen, die so auf ihre Gegner losgehen. Da unten. Gucken wir doch mal kurz. Irgendwas ist doch hier zum Plündern. Silber. Ach, eine Truhe. Ah. Vorräte. Sehr schön. Ja, hat sich das doch gelohnt, mal kurz in den Brunnen reinzuspringen. Ich weiß, es ist ein Misstrauensgebiet. Komm weiter hoch. Los. Sag ich. So. So. La 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 la. Wir waren das nicht. Moment, da hinten ist auch noch was. Kann ich da noch was einsammeln? Oder was bedeutet das jetzt, dass ich hier irgendwie einen Tod feststellen muss? Ja. Okay.
habe jetzt keine Ahnung, was das für ein Kerl war oder warum ich den Tod bestätigen sollte, aber da hinten ist auch nochmal einer. Das waren aber doch die, die wir selbst umgebracht haben, oder nicht? Ich verstehe es gerade wirklich nicht. Da oben stehen auch noch welche. Das Silo ist in der Richtung. Wir haben eigentlich soweit alle platt gemacht. Ja, das müsste irgendwo dahinter sein, oder? So, die Frage ist, nach wo können wir abhauen, wenn wir das machen? Aber eigentlich... Eigentlich brauchen wir gar nicht so wirklich abzuhauen, ne? Wir können es auch so. Ah, ich spüre gerade gar nichts mehr mit meinem Pflaster. So, sollen sie Asche fressen. Ich kam gerade erst ins Schwitzen. Es wird in Portcaster genug Sachsen für dich geben. Das will ich hoffen. Wir sehen uns im Lager. Ja, Uber. Danke, Uber. Okay, dann schauen wir jetzt noch mal eben kurz wegen der nächsten Quest. Räche Horschata. Finde und töte die Täter. Ja, haben wir jetzt nicht so mit gerechnet, aber würde ich sagen, dass wir das dann als nächstes verfolgen. Das sollte eigentlich... Genau, das ist direkt hier. Das ist direkt hier, aber ich würde sagen, wir machen trotzdem erstmal einen kleinen Cut, weil unsere Aufgabe ist ja erstmal erledigt. Und ja, dann schauen wir mal, wer die Täter waren und dass wir die umbringen können. Schauen wir dann in der nächsten Folge. Was ein bisschen blöd ist, weil er hätte gerne mitkommen können. Hätte ich das vorher gewusst, hätte ich das zwischendurch noch gemacht. Aber okay. Bis zur nächsten Folge. Ciao.